So, liebe Leute, da bin ich mal wieder. Nachdem ich die eine Runde eben verloren habe und mich auch schon massiv darüber aufgeregt habe, habe ich gesagt, nein, jetzt zeigst du's, dass es auch anders geht. Du willst es anders, also kriegst du es auch anders. Ne? Jetzt könnte ich natürlich noch argumentieren, ja, Pech im Spiel, Glück in der Liebe, aber das hat meine Oma früher mal gesagt. Gott hab sie selig. Meine Oma definitiv. Wer weiß, was von den Geschichten, die sie umranken, wirklich stimmt. Aber schauen wir mal. Da sind 1, 2, 3, 4. Da sind, ja. Da fahre ich jetzt zu A oder fahre ich. Ich könnte mich jetzt echt nicht entscheiden. Ich stehe genau in der Mitte. Da sind 4, da sind 3. Aber da steht ja auch noch die Kassage dazwischen. Und hier steht auch noch wieder. Haben wir zwei sinnlose Flugzeugschiffe, eine Delaware und eine Kassage. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Halt. Nee, 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 nee. Doch, da sind zwei Zerstörer. Hier ist noch einer und das dämliche U-Boot. Was kein Mensch braucht. Wir haben die 20 Kilometer Torps dabei, ne? Ja. Und natürlich ist auch wieder, wie immer, ein ganz normaler Flugzeugträger natürlich auch dabei. Ne? Unterseeratte, Überseeratte, alles dabei. Ne? Und natürlich hat mich der Flugzeugträger auch schon wieder aufgedeckt. Na, mein. Fünf Stück abgeschossen. Ist mal irgendwas. Ne? Also, jetzt schön dran denken, also wir haben falsche Munition geladen. Schön dran denken, dass wir bei 25 Kilometern laden. Was es uns natürlich nicht leichter macht, mit den Tops zu agieren. Ah, super. Ah ja, okay. 3 Sekunden vorher angehalten. Ja gut, das ist jetzt ja nicht das. Das ist ja nicht das Thema. In 35 Sekunden sind meine Torps heute jetzt. Da ist eine Pommern. Die ist aber auch schon ein bisschen zu dicht dran. Das ist das leidige Problem. Schießt natürlich auch auf mich, oder? Klar schießt sie auf mich. Auf wen sollte sie sonst schießen? So, komm, lad nach hier. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich will nicht jedes Mal gewinnen. Na? Ich will auch nicht jedes Mal, ne? Ja, super. Von der Pommern. Ich lach mich gleich schlapp. Also wirklich jetzt wird's albern. Jetzt wird's wirklich albern. Ja, ich hab's mitgekriegt, dass ich dir im Weg stehe. Ja, die Split mag ja keiner so gerne. Nein. Wir sehen es auch schon wieder, ne? Die Torps vom U-Boot kommen wieder an einer ganz anderen Stelle raus, als dass es gesichtet worden ist. Ne?
Schau dich vorwärts, da kommen meine Torps. Komm ich leider nicht ran, so leid es mir tut. Natürlich habe ich auch das, die Venezia nicht getroffen. Jetzt habe ich sie natürlich getroffen. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig schlau ist, einfach in einer Insel zu stehen. Ich würde dir das ja so mit als Tipp geben. Das wäre so. Oh, Digga, jetzt wende doch auch nicht dahin, wo ich hinfahre. Ja, sie haben wenigstens einen Zerstörer verloren. Was? Der Boy. Achso, das U-Boot ist ja noch. Ja. Man versteckt sich. Ding versteckt sich auch. Ja, die Venezia ist offen. Guck mal, Leute, wer da ist. Toll, das war ein Ding jetzt, wer hier ist. Bleib nach, los, komm. Das müsste sie normalerweise komplett killen. Das war ihr U-Boot. Allerdings nehme ich noch einen mit. Ja. Zeig mir noch mal die. Zeig mir noch mal die Venezia auf, komm. Let's shit, guck mal, das ist doch jetzt eine vernünftige Runde. Wir sind zu dritt. Na? Wir haben 2-3 verloren. Das ist jetzt, ne? Also sie haben ein Schlachtschiff mehr verloren. Das ist ihre. Ja, gut, die ist Geschichte. Das war vorher zu sehen. Wo ist jetzt wieder mal einer Torb abgeblieben? Habe ich hier eigentlich noch ein Schlachtschiff oder nö? Schlachtschiffe sind hier Mangelware geworden. Schlachtschiffe wollen hier nicht herfahren. Wer hat denn gesagt, auf HE umschalten? Ja, klar. Er fällt natürlich wieder volles Programm rein. Ja, klar, dann ist er natürlich weg. Ah, ich liebe es.
Ich liebe es. Wichtiger wäre, dass wir jetzt mal die Venetia wieder aufdecken. Jetzt fahre ich nach da wieder rein. Ich wollte gerade, das wäre jetzt der Hammer gewesen. Durch was bin ich denn jetzt bitte aufgedeckt? Ach, da ist die Rochester. War die Rochester. Wassereinbruch verursacht. Sehr schön. Ach, du gehst mir so auf den Sack, Flugzeugträger. Ja, das bringt dir aber auch nichts, wenn jetzt hier. Jetzt fährt sich wieder volles Programm rein. Ja, sie fährt auch jedes Mal volles Programm rein. Ich kann auch torpen, was immer ich will. Ja. Da kann ich sagen. Was ist das? Das ist eine Kataluna, ist das so? Aber immer werde ich pink, wenn ich so weiter mache hier mit dem. Das war jetzt schon mal nicht so unspannend, dass man jetzt hätte sagen können, okay. Aber es war jetzt auch, war auch wieder zu einfach eigentlich. Auch da kann ich mich jetzt wieder beklagen, ne? Oh, ein Supercontainer als kleine Entschuldigung. Und jetzt ein Schiff, Schiff, Schiff. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Schiff aus dem Container gezogen habe. Nein, 7 Tage Premium-Zeit, das ist auch cool. Wir kommen langsam den 365 Tagen näher. Ach Leute. Ja, aber es war jetzt auch wieder so eine Runde, die für das andere Team war, die bestimmt mega bescheiden, weil, ne, auch wieder so völlig unausgeglichen. Ne? Ich meine, von denen hat überhaupt irgendjemand überlebt? Das eine U-Boot wird sich wahrscheinlich versteckt haben, oder? Ne, der Richthofen hat
Der Richthofen hat überlebt. Die Kataluna hat, ne? Ja. Die Pommern hat sich komplett weggeschmissen. Keine Ahnung, was sie gemacht hat. Ne? Weiß ich nicht. Ne? Also das ist das, was ich momentan, das nervt mich so gewaltig. Ich spiele das momentan auch wirklich echt nicht mehr gerne, so leid, wie es mir tut. Ne? Ich muss es leider so sagen. Ich kann es nicht ändern. Ne? Ja, der Gefechtspass für morgen reizt mich auch so gar nicht. Was kriege ich denn für Forschungspunkte? Kann man sich irgendwelche Module kaufen, ne? Ja, hier kann man sehen, das Venezia-Dings-Modul, aber dafür reicht's auch nicht. Nicht mal dafür reicht das, was man da rausholt. Ja, und dann habe ich damit auch schon wieder ein Problem. Was soll ich dann damit? Da muss ich auch wieder länger warten und ich und warten. Ne? Ihr alle wisst, ne, was bei mir und warten passiert, ne? Ne, das ist so. Ne? So, da habe ich keine mehr, da will ich auch keine mehr. Ich will jetzt definitiv keine Kohle mehr für Dings hier ausgeben. Oh, du steigst hier nicht mehr durch. Was hier, was ist? Echt, das ist so grauenvoll. Das ist wirklich so grauenvoll. Ne, das ist so. Ich weiß nicht. Hier brauche ich auch noch 5 von diesen komischen Punkten, damit ich irgendwie, ne? Ja gut, dann müsste ich mir einfach den holen, wenn ich es dann wieder habe. Weil ich werde garantiert keine 3000 Kohle investieren, mit Sicherheit nicht. Ne? Ja Leute, so leid wie es mir tut, es gibt dieses Video und mehr wird es nicht geben. Ich spiele jetzt auch keine zweite Runde, sorry. Tut mir leid.